Ja dann, hallo und herzlich willkommen im Frankfurter Volksbankstadion zur ersten Pressekonferenz des neuen Jahres beim FSV Frankfurt. Schönes neues Jahr auch noch. Ja, am Samstag geht es ab 14 Uhr in die Rückrunde gegen Holstein Kiel. Hier vorne bei uns unser Sportdirektor Roland Benschneider und wie immer auch unser Cheftrainer Roland Frabeck. Bevor wir ins Frage-Antwort-Spiel einsteigen, erst noch ganz kurz zur verletzten Situation. Fabian Schleusener wurde nach seinem Kreuzbandriss ja diese Woche erfolgreich operiert. An dieser Stelle wünschen wir ihm natürlich auch gute Genesung. Fabian, wenn du das hier siehst, alles Gute für dich. Darüber hinaus fehlt nach wie vor Massimo Onatelli mit einer Sprunggelenksverletzung und Leon Hammel und Naum Gebru sind nach wie vor in Reha. Fangen wir an mit unserem Sportdirektor. Zwei Neuzugänge gab es bislang, Smail Morabit und Dennis Russ. Was ist denn von dir als Sportdirektor die Erwartungshaltung an die beiden? Also erstmal müssen wir es natürlich noch abwarten. Ich sage mal, Integration findet dann im Liga-Alltag statt und der ist jetzt am Samstag um 14 Uhr gegen Holstein Kiel. Nichtsdestotrotz wurden die Jungs gut aufgenommen, ja, sehr professionell und unsere Mannschaft ist eh pflegeleicht. Deswegen auch mit dem Trainingslager, dann, wo man dann mal längere Zeit dann auf einem Haufen auch hockt, überhaupt gar keine Probleme. Deswegen bin ich froh, dass die beiden noch da sind. Wie zufrieden bist du aus deiner Sicht als Sportdirektor mit der Wintervorbereitung? Also zum einen, auf Deutsch gesagt, ein bisschen beschissen. Ja? Auf Deutsch eine Scheißvorbereitung, weil wir mit Fabian Schleusener einen Langzeitverletzten haben. Dazu kommt, dass wir Onatelli nicht fit bekommen haben. Und mit Smail Morabit eben auch einen Spieler bei uns haben, der vorzeitig aus dem Trainingslager abfahren musste, zudem diese 6-0 Niederlage gegen Würzburg. Also das hat bei mir, ja, ist mir negativ aufgestoßen. Zum anderen muss man sagen, ein sehr, sehr gutes Trainingslager mit sehr guten Ergebnissen. Dann auch hier zu Hause nochmal gegen Elversberg, wo sich die Mannschaft sehr gut präsentiert hat. Und ich hoffe, dass wir ja diese gute Präsentation dann hier jetzt in das Ligaspiel gegen Kiel mit hineinnehmen können. Dann spielen wir den Ball einmal weiter an unseren Cheftrainer. Erstmal noch zu den beiden Neuzugängen. Wie haben sie sich aus deiner Sicht bislang präsentiert? Ja, eigentlich ganz gut. Ich denke, dass sehr schnell zu erkennen war, dass Smail Morabit ein sehr erfahrener Spieler ist, der etliche Drittliga- und Zweitligaspiele auf dem Buckel hatte und dem die Integration in die Mannschaft sehr, sehr leicht gefallen ist. Ich glaube auch, dass er einen sehr hohen Stellenwert jetzt schon genießt in der Truppe. Und klar ist es nicht so förderlich gewesen, dass er aus dem Trainingslager abreisen musste. Aber ich bin trotzdem froh, dass er sich erholt hat und dass er jetzt diese Woche wieder mit der Mannschaft voll trainieren kann und damit auch gegen Kiel zur Verfügung steht. Also ich denke, bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen, trotz geringer Spielzeit jetzt in der Vorbereitung. Und bei Dennis Russ merkt man auch, dass er jetzt nach der Degradierung in Würzburg in die zweite Mannschaft dann einfach heiß ist, in der dritten Liga wieder zu spielen, wieder ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft auch zu sein. Und man spürt, dass er motiviert ist, dass er willig ist hat sich genauso gut eingefügt wie der Smail. Und von daher glaube ich, dass beide sehr gut aufgenommen wurden und ein wichtiger Faktor für unser Spiel sein können und müssen auch. Ja. Die Wintervorbereitung, sprich auch Trainingslager und Testspiele und natürlich leider auch die Verletzung von Fabian Schleusener aus deiner Sicht? Ja, natürlich ist so eine Verletzung von Fabian sehr schwierig, auch für uns zu verkraften natürlich. Er war oder ist nach wie vor der Topscorer in der Mannschaft und deswegen ist es nicht so einfach zu ersetzen, aber auf der anderen Seite gehören eben Verletzungen im Fußball dazu und er ist nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der sich dann am Kreuzband verletzt und wieder zurückkommen muss. Von daher müssen wir das so hinnehmen, wie es halt eben ist. Und es nützt nichts, wenn wir jammern, lamentieren, sondern wir müssen das eben professionell auffangen. Und ich glaube, dass wir in der Mannschaft
einige Spieler haben, die das jetzt in der Rückrunde in der Zukunft dann einfach richten können und auch wollen. Und da hoffe ich drauf, dass das eben aufgefangen wird intern. Ansonsten war es natürlich ein bisschen schwierig, aufgrund der Witterungsverhältnisse hier in Frankfurt dann fußballspezifisch immer trainieren zu können. Das war nicht so einfach, deswegen mussten wir hier vor dem Trainingslager einen großen Part im Athletikbereich dann absolvieren. Dafür konnten wir dann eben die Top-Bedingungen in Spanien nutzen, um uns fußballspezifisch vorzubereiten, taktisch zu arbeiten, an kleinen Details zu arbeiten. Und in den Testspielen dann auch in Spanien gut umsetzen. Und jetzt in der Woche vor dem Kiel-Spiel haben wir einen regulären Ablauf im Liga-Alltag. Smail Morabit ist zurück im Training. Fabian Graudenz, Bentley Baxter-Bahn, die alle ein bisschen angeschlagen waren, trainieren hundertprozentig wieder mit. Und von daher, glaube ich, sind wir jetzt gut vorbereitet und auch heiß darauf, dass die Liga wieder anfängt. Der Gegner am Samstag, Holstein-Kiel, in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Auf der anderen Seite auswärts, aber diese Saison auch noch nicht die auswärtsstärkste Mannschaft. Wie blickst du auf dieses Spiel? Was erwartest du? Ja, es ist eine sehr interessante Aufgabe, sehr spannende Aufgabe, weil ich glaube, dass Holstein-Kiel zu den Top-Mannschaften in der dritten Liga gehört. Ein sehr breiter Kader, ist in meinen Augen eine der wenigen Mannschaften, die von Nummer 1 bis 18 gleichwertige Spieler haben und Ausfälle besser ersetzen können als viele andere. Eine sehr hohe spielerische Qualität in ihren Reihen, individuelle Qualität. Jetzt unter dem nicht mehr ganz so neuen Trainer Markus Anfang auch von der Strukturierung anders angeordnet sind als vorher bei Carsten Neinzel. Eine Mannschaft, die nach vorne ausgerichtet ist. Ich glaube, dass Kiel und wir ähnliche Werte haben in der Passquote, da sind wir uns sehr ähnlich, da gehören wir zu den Top-3-Mannschaften der dritten Liga und auch was die Ballbesitzphasen angeht, gehören wir zusammen mit Kiel zu den Top-2-Mannschaften. Also ich glaube, dass da zwei ähnliche Philosophien aufeinandertreffen und deswegen ist es eine spannende Aufgabe und nichtsdestotrotz, Kiel hat 2 Punkte mehr als wir, also das ist, denke ich, dann ein Spiel auf Augenhöhe und in meinen Augen werden dann am Samstag viele Kleinigkeiten, viele kleine Details entscheiden, wer dann vielleicht als Sieger vom Platz geht. Stichwort Kiel auch an unseren Sportdirektor. Was erwartest du am Samstag? Nun, zu Holstein Kiel ist zu sagen, das ist ein klares Aufstiegsprojekt, was sie da vorhaben. Haben sehr, sehr namhafte Spieler, jetzt auch nochmal in der Winterpause nachverpflichtet. Und kommunizieren das ja auch sehr offen, wie Ronen das auch gesagt hat. Wir sind uns da schon so ein bisschen ähnlich auch in der Spielidee. Wir haben mal nachgeguckt. Wir haben, glaube ich, denselben Ballbesitz, was der Prozentsatz angeht. Und deswegen bin ich gespannt und ich hoffe, dass wir, so wie wir es einen guten Jahresabschluss hatten gegen Wiesbaden mit einem Sieg, dass wir hier jetzt gut in die Rückrunde starten. Okay, dann danke euch beiden bis hierhin. Mikrofon wird jetzt im Moment eingeschaltet und wenn es dann Fragen gibt, dann wie immer ganz kurzes Handzeichen und dann kommt auch schon das Mikrofon. Ja, da sehe ich doch schon den Kollegen von der Frankfurter Rundschau, Manuel Schubert. Wird denn jetzt mit der Verletzung von Schleusener, wird dann da auf die beiden Neuzugänge vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung jetzt zukommen? Werden die mehr gefordert sein als ursprünglich gedacht? Nein, nicht nur die zwei, sondern insgesamt alle müssen jetzt das auffangen, den Verlust von Fabian Schleusener. Aber auch wenn Fabian Schleusener gesund wäre und fit wäre, wäre die Erwartung an Dennis Russ und auch an Smail Morabit groß gewesen, weil wir wollten eigentlich den Kader qualitativ verbessern, qualitativ erweitern auch. Das ist uns jetzt durch die Verletzung von Schleusener nicht gelungen und deswegen ist es aber nicht nur Aufgabe von diesen beiden Spielern, das aufzufangen, sondern für die gesamte Mannschaft. Noch eine Nachfrage? Kann man denn bei Ornatelli schon abschätzen, wann der wieder zurückkommt oder kann man das noch gar nicht sagen? Ja, es ist schwer, das auf den Tag zu benennen, aber ich hoffe, dass er in 2 Wochen hundertprozentig im Mannschaftstraining drin ist. Dann denke ich, wäre er zeitlich so weit, dass er vielleicht Ende Februar dann auch wieder im Spielbetrieb teilnehmen könnte. Gibt es weitere Fragen?
Das sieht nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag zahlreich hier im Frankfurter Volksbankstadion zum Rückrundenauftakt gegen Holstein Kiel. Bis dahin, tschüss.